Salam alaikum. Die Augsburger Puppenkiste wird 50. Piff, paff, bum, 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 bum. Und wir feiern das. Ganz genau, genau. Gratuliere. Hier, damit Hilfe! Klauen tut er. Da ist ja gar kein Gold drin in der Kriegskiste. Und fluchen und schießen. Und dann nimmt er auch noch das Kasperle gefangen. Das Beste wäre, ich bringe ihn sofort ins Gefängnis. Den Räuber Hotzenplotz in der Augsburger Puppenkiste. Donnerstag, 10.30 Uhr im Kika. Wisst ihr eigentlich, wo Thasos liegt? Also ich wusste es auch nicht, aber ich habe erfahren, es ist eine Insel in Nordgriechenland und da wohnt dieses Mädchen. Danae Kotsalis heißt sie und sie isst hier gerade italienische Nudeln mit chinesischen Stäbchen auf der griechischen Insel. Ist das nicht multinational, interkulturell unglaublich? Und sie kann nicht nur tolle Stäbchen essen, sie hat auch wundervolle Bilder gemalt. Nämlich hier dieses Bild von ihrem Haus auf Thasos. Und hier sieht man ein Selbstbildnis von ihr. Und da unten drin sieht man übrigens auch den Sandmann. Vielen Dank dafür. Wir schicken dir zur griechischen Insel diese CD mit Philipps Tiergeschichten. Und jetzt gibt's für euch eine gute Nachtgeschichte von und mit dem Sandmann. Schlaft schön, gute Nacht und bis morgen. Ist Kalli. Kalli kann noch nicht schlafen. Er hat ein schlechtes Gewissen. Ich habe heute Abend mit Mareike noch Eierlaufen gespielt. Und dabei sind alle Eier kaputt gegangen. Morgen ist Sonntag, da muss es doch ein Sonntagsfrühstücksei geben. Jetzt haben aber schon alle Geschäfte geschlossen. Hühner legen Eier. Ich muss einfach zu den Hühnern. Füchse finden sehr leicht Hühnerställe, aber Hühner mögen keine Füchse. So bekommt man keine Eier. Vielleicht als Osterhase? Schlecht. Die Hühner kennen den Osterhasen ganz genau. Als Ballon könnte ich von oben gut sehen, wo die Hühner wohnen. Und ein Ballon kann so wunderbar leise fliegen, dass die Hühner keinen Schreck bekommen. Kalli möchte ein Ballon sein. Und schwupps, ist Kalli ein Ballon. Hoffentlich bringt mich der Wind zu den Hühnern. Da ist ja der Hühnerstall. Was bist du denn für ein komisches fliegendes blaues Ei mit deinem Nest daran? Ich bin Kalli Ballon. Bitte helft mir. Ich brauche unbedingt 3 Sonntagsfrühstückseier. Also das ist überhaupt kein Problem für mich. Hähne können doch gar keine Eier legen. Oh, wir geben dir 3 Eier. Aber nur, wenn du mit uns eine Ballonfahrt über das Dorf machst. Wir wollten schon immer mal unser Dorf von oben sehen und... Allerdings schaffen es die 4 nicht einmal, über den Hühnerzaun zu fliegen. Bitte einsteigen. In wenigen Sekunden beginnt Kalli Ballons Spezialrundflug. Ich bin der Hahn im Korb. Wunderbar, schön. Mann, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ja unverträglich. Kannst du bitte mal ganz nah zu Hasso dort unten fliegen? Wir wollen ihm eine schöne Grimasse schneiden. Der ärgert uns immer. Hey, Hasso, wir können fliegen.
Ich hab mich. Dazu müsstest du aber schon ein fliegender Hund sein. Und jetzt habe ich noch eine ganz besondere Überraschung für euch. So etwas Schönes hätten wir ohne Kalli-Ballon nie gesehen. Dankeschön, Kalli-Ballon. Mir hat es auch großen Spaß gemacht, mit euch zu fliegen. Danke, das Sonntagsfrühstück ist gerettet. Kein Problem. Auch Kalli-Ballon ist von der ganzen Fliegerei ziemlich müde geworden. Kalli möchte nun kein Ballon mehr sein. Und schwupps, liegt Kalli wieder in seinem Bettchen. Schlaf schön, Kalli. Seht ihr morgen wieder beim Sandmännchen. Pinky Winky ins Bett. Oh, nein. Ich bin müde, Sophie. Ach, Felix, ich hab dich lieb. Wie sieht's aus, Ivan? Glaubst du, du kannst jetzt schlafen? Ich glaube, ich werd langsam müde.